What's up, moin Leute, waren eurem Schaden und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs mit dem lieben Raptor Killer auf Klippe im Objekt 907, einem russischen Stufe 10 Medium Panzer. Und das Ding sieht schon verdammt flach aus. Also, holla die Waldfee. Und ein bisschen abgespaced, finde ich so. Schön erstmal freie Kamera hier gucken. Sieht geil aus. Muss ich hier ganz ehrlich sagen. hat ein lustiges Aussehen. Kann man wirklich einfach nicht anders sagen. Seine Gegner sehen relativ stark aus. Allerdings hat er auch den Vorteil einer Bedshed-Arty und zwei kleineren normalen Bedsheds. Klein. Und zeigt erstmal dem Panther 8-8, wo es denn lang geht. Eine relativ starke Position hier. Scheint von der Gun Depression her auch relativ gut zu sein. Selber zeigt nicht allzu viel von seinem Panzer diesen Gegnern. Das ist immer gut. Schön noch einen Schuss reingesetzt. Wunderbar. Man sieht auch hier, ein Großteil der Gegner fährt genau hier auf die Seite. T-34, IS-7, T-57 Heavy, IS-3. Was haben wir da noch? Noch T-34, einen weiteren. Und ja, der Panther hat es zumindest schon mal hinter sich in die IS-7 oder die T-34, ich weiß nicht genau, welcher von den beiden das war. Hat er eventuell noch einen Schuss reingesetzt. Und jetzt heißt es, Hallöchen, liebe Heavies. Arti scheint auch schon wunderbar hier rumzuwirken. Oh, dass der den da noch getroffen hat, dass der noch um die Ecke rumging, bevor er überhaupt irgendwas machen musste. Interessant. Geht diesmal scheinbar nicht auf. Und kann wunderbar einen Schuss nach dem anderen reinsetzen in den T-34. Eine sehr schöne Sache. Der allerdings hat genug davon und nimmt das Amorak raus. Da geht das große Reparaturpack hin. Das könnte im späteren Spielverlauf eventuell sogar noch kritisch werden. Man weiß es nicht. Der T-49 übrigens in der Mitte da rechts über unserem Raptor-Killer ist seltsam ruhig. Vielleicht liegt es auch daran, dass da oben noch ein weiterer T-34 ist. Ich kann es nicht beantworten. Auf jeden Fall hat er genug von der Mitte, da scheint nicht mehr allzu viel zu sein, auf das er da unbedingt draufziehen kann. Und geht er eventuell für die Heavies? Oder er versucht eine sehr seltsame Route, die ich selber noch gar nicht kannte. Interessant, wenn man da hoch kann, merken und eventuell benutzen mit Panzern, die eine sehr gute Kraft zu Gewicht, also Power to Weight Ratio haben, ein sehr gutes, ja, Pferdestärken zu Gewicht. Aber anscheinend hat es nicht ganz funktioniert. Da muss man vielleicht noch ein bisschen schneller sein. Zumindest ist er wieder da, wo die Gegner sind. Und das ist doch auch schon mal irgendwas. Ihr sieben. Harte Nuss. M103 in den Turm. Sehr gut gemacht. Da konnte er die untere Wanne nicht mehr sehen. Aber durch den Turm oben kommt man eben entsprechend immer wieder durch. Und jetzt geht es durch die IS-7 durch mit der Premium-Munition. Das erste Mal, dass er welche geladen hat, aber es ist durchaus auch sinnvoll bei einer IS-7 entsprechend, wenn man da nicht wirklich durchkommt, Premium-Munition zu laden. Gegen den M103 vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl, wenn man oben durch den Deckel durch möchte, aber für die untere Wanne dürfte es allerdings allemal erreichen, beziehungsweise obere Wanne in dieser Form hier wahrscheinlich sogar. Und die Bedshed-Arty schießt perfekt von hinten, wahrscheinlich so von der AB-Position, vielleicht sogar C1 da auf ihn drauf. Und das Ding hat nun mal 4 Schuss und der ging nicht durch. Ein T110E5, ja, der Deckel ist relativ tough. Aber mit der Premium-Munition, die er hier eventuell, also entsprechend schießt, sollte er da nicht allzu große Probleme haben. Kommt wunderbar durch. Das restliche Team scheint auch seinen Beitrag hier leisten zu wollen. Er zielt immer noch auf die letzte Position, wo er ihn gesehen hat. Man weiß aber nicht, wo er da durchgegangen ist. Er möchte sich jetzt natürlich nicht unbedingt gegen die T-110E5 stellen. Vor allen Dingen, wenn er über sich noch einen T-49 hat, der eventuell sich runterfallen lässt. Und vor allen Dingen von hinten kommt auch ein T-54E1. Der dürfte das allemal hinkriegen, da den T-110E5 flockig rauszunehmen. Vorausgesetzt, der T-49 macht keinen allzu großen Schabernack. Und de facto passt das mit dem E1 auch schon. Ja, wäre Raptor-Killer da geblieben, hätte es vielleicht funktioniert.
aber wie man im Nachhinein immer so schön sagen kann, hätte, könnte, sollte, müsste, hat aber nicht funktioniert. Jagdpanzer Jan 100 hat nicht mehr allzu viel Leben, zwei Schüsse sollten dafür flockig reichen, beziehungsweise jetzt gar keinen Schuss mehr und, oh, hallo Judas. Zumindest schon mal die Ketten sind weg, das heißt, falls er noch das Reparaturpack hat, könnte er da jetzt Probleme kriegen. Er wird anscheinend weggeschoben? Das heißt, da oben sitzt nicht nur der Judas. Oder sieht es nur so aus? Vielleicht sah es nur so aus. Vielleicht hat er auch seine Ketten repariert. Und wurde da entsprechend nicht rumgeschoben. Auf jeden Fall ist er raus. Schöne Sache. Scorpion dahinter ihm noch. Unterhalb, aber das sollte eigentlich kein Problem sein für die Bad-Chat. Wenn das Ding nachgeladen ist, ist es wirklich die absolute Hölle. Und jawoll. Schöner Schuss auf den GW-Tiger P. Die 9er Arti müsste das gewesen sein. Ne, die 8er Arti sogar von den Menschen. Das war auch ein funky Schuss. Während die Kanone hochgezogen wurde, hat er den Schuss abgesetzt. Und sie ist weit genug nach unten gefallen. Dass die eigene Art jetzt hier so furios am Pingen ist, ist dann doch schon ein bisschen was nervig. Das blockt so ein bisschen die Sicht und statt ja komisch rumzupingen, sollte man eventuell Erwägung ziehen, dem eigenen Team zu helfen, zu unterstützen mit nützlichen, sinnvollen Informationen. Vor allen Dingen als Artifahrer hat man ja zwischen den Reloads eine ganze Menge Zeit, kann sich das Schlachtfeld angucken, die Bewegungen der Gegner. Finde ich persönlich sehr wichtig und eventuell sogar dem eigenen Team schreiben, hey, passt auf, der fährt da und da lang oder der fährt da und da lang oder da ist ein Baum umgefallen. Vor allen Dingen, wenn irgendwo Bäume umfallen am Anfang des Spiels, finde ich persönlich, ist es eigentlich relativ wichtig, die Map als Arti zu pingen, um dem eigenen Team anzuzeigen, hey, guck mal da hinten, da ist ein Baum umgefallen. Aber 8 Kills, wunderbar, hier hat er super gearbeitet, in der Mitte am Anfang. Hier in einer super starken Position die gegnerischen Heavys aufgehalten und anschließend mit der IS-7 zusammen, die leider bei draufgegangen ist, hinten noch ein paar Heavys abgeblockt. Alles im Allen ein sehr solides Spiel, nachdem man sich dann hier noch ein paar Artis gesnackt hat. Wir schauen uns allerdings jetzt mal die Endstats dazu an. Gereicht hat es am Ende dann doch nur für die erste Klasse, aber immerhin die Randy Waters dazu gekriegt, den Großkaliber und natürlich den Krieger mit dabei mit 7124 Schaden, 8 Kills und 1337 Erfahrungspunkten. Das nenne ich mal Lead. Mann, unglaublich. Hat sogar doppelt so viel Schaden gemacht wie der Beste aus dem gegnerischen Team, was sogar der T110 E5 gewesen ist, dem er da einige Kugeln entsprechend verpasst hat. Und seine Badshot Arti hier aus dem Team hat entsprechend auch gut mitgearbeitet. Oder die beiden hier wäre das wahrscheinlich sehr, sehr schnell, sehr, sehr hässlich geworden. 34 Schüsse hat abgegeben, 33 davon haben wir auch getroffen, also die Genauigkeit der Kanone scheint recht gut zu sein und 26 davon sind immerhin durchgegangen. Er hat da ab einem gewissen Zeitpunkt Premium-Munition gefeuert, wie sonst noch was, was bei einer IS-7 und einem T110 E5 durchaus verständlich ist, aber ich weiß gar nicht genau, ob er überhaupt zurückgeswitcht hat auf normale Munition, also auf die Arti geschossen hat. Vielleicht hat er auch einfach vergessen, das umzusetzen. 1280 Schaden blockiert und sogar 1210 Schaden durch Unterstützung bekommen. 42.000 Silber plus gemacht, also recht gut mit dem Premium-Count hier und ganze 4.112 Schaden zusammen mit Reservenbonus. So muss das sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr eine richtig geile Runde hattet, dann schickt es mir doch einfach zu. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten in die Videobeschreibung gehen. Entsprechend euer Video auf wotreplays.com oder .eu hochladen. Liegt natürlich in der Videobeschreibung. Und es mir anschließend an die ebenfalls in der Videobeschreibung stehende E-Mail-Adresse schicken. Ich habe momentan ein kleines Problem mit den Replays, also was die Unterschiede angeht. Diese Woche noch ganz viele unterschiedliche Panzer und Replays und nächste Woche könnte es sein, dass ich einmal 5 Tage lang hintereinander T110 E5 bringe. Hallo lieber Darky, danke, dass du so viele Replays eingeschickt hast. Aber ich würde halt gerne versuchen, unterschiedliche Sachen zu zeigen. Das heißt, wenn du eine gute Runde hattest, ist es sehr wahrscheinlich, solange du nicht im T110 E5 unterwegs warst, dass du dann nächste Woche drankommst. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche dir noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.